Und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade ein kleines Workout gemacht, beziehungsweise heute ist Freitag und heute habe ich nur Yoga, Pilates, Mischmasch gemacht. Wieder mal auf fitnessblender.com. Ist ja nichts Neues. Vielen Dank auch für eure ganzen Vorschläge von Fitnesskanälen und Seiten und pipapo. Ich bin jetzt erstmal ganz glücklich damit. Ich glaube, ich werde mir, wenn wir in der neuen Wohnung sind, da ziehen wir übrigens nächsten Dienstag hin. Also am 22. September ziehen wir um. Und es regnet. Toll. Wenn wir dann da wohnen, werde ich mir von Fitnessblender, glaube ich, den Trainingsplan kaufen für 4 Wochen. Po-Programm! Mich überzeugen diese Videos einfach voll und dieser Plan kostet irgendwie $7 oder so und dann werden einem 4 Wochen lang verschiedene Videos in eine Reihenfolge gebracht und dann weiß man, in welcher Reihenfolge man das machen muss und ich werde mich da dann drauf konzentrieren. Vielleicht mache ich danach noch das Bauchprogramm, kostet auch nochmal $7. Man kann das natürlich auch kostenlos einfach ohne das machen, aber ich glaube, das erleichtert mir einfach alles ein bisschen und muss ich nicht alles durchsuchen und so. Und ja, mir macht es einfach voll viel Spaß und ich finde es richtig cool, das so in die Routine integriert zu haben. Ja, irgendwie kann ich mir jetzt morgens gar nicht mehr vorstellen, ohne Workout in den Tag zu starten, weil ich mich dann so komisch fühle. Ja, ich werde heute... Hilfe, was ist mit meiner Stimme los? Ich werde heute, weiß noch gar nicht genau, mal schauen, was ich mache. Ich glaube, ich mache mir jetzt ein Peeling, weil ich habe so ultra trockene Beine. Ich habe so eine trockene Haut, das nervt mich einfach so. Ich werde jetzt mal da ein paar neue Sachen ausprobieren und dann mal gucken. Ja, und ansonsten, ich muss heute keine Videos schneiden, weil ich schon alles geschnitten habe. Das ist alles vorbereitet und das ist richtig schön. Rausgehen werde ich aber auch nicht, weil es richtig ist, pissiges Wetter ist. Ich wollte mir vielleicht, ich habe für meinen Hauptkanal einen neuen YouTube-Banner gemacht, falls ihr es gesehen habt. Und ich möchte auch für diesen Vlog-Kanal noch einen neuen machen. Und für Twitter und für Facebook. Und bla. Und ja, ich werde mich einfach mal heute, glaube ich, so ein bisschen in die Programme einarbeiten und einfach ein bisschen gemütliche Sachen machen. So, ich starte jetzt hier eine Peeling-Action. Ich habe hier braunen Zucker gefunden, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn man dazu trockener Haut neigt, dann sollte man bei Peeling Zucker verwenden und wenn man eher fettige Haut hat, dann Salz, weil Salz eher ein bisschen austrocknet. Ich mische das Ganze mit diesem Salatöl. Das ist einfach... Irgendein Öl. Was ist denn das für ein Öl überhaupt? Da steht's. Canola Oil. Rapsöl ist das also. Aha. Na gut, ich nehme das und ich mische noch ein bisschen Honig mit rein. Vermische das hier alles in der Schüssel. Und dann nehme ich das mit unter die Dusche und reibe mir damit die Beine ab. Und ich hoffe, dass das meiner Haut gut tut. Und danach werde ich sie schön ordentlich eincremen. Meine Beine fühlen sich jetzt richtig herrlich an. Wobei ich finde, dass das mit dem Öl immer so ein unfassbares Geschmiere ist. Da muss man immer so die Dusche putzen danach, weil sonst der nächste in der Dusche definitiv ausrutschen wird. Das fühlt sich jetzt richtig schön weich alles an. Wobei mir aufgefallen ist, wir hatten auch Kokosöl. Und ich habe Rapsöl genommen. Ja, Kokos wäre wahrscheinlich geiler gewesen, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Wie macht denn ihr das? Habt ihr irgendwie ein cooles Peeling-Rezept? Ohne Öl, dann hat man halt nicht so schön weiche Beine danach, aber ja, irgendwie finde ich, das ist mir das so schmierig. Naja, ich habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht, so Weetabix, das sind so Weizendinger und die habe ich so klein gebröselt. Dann Haferflocken, Joghurt und Apfel reingeschnitten und jetzt schaue ich ein bisschen YouTube-Videos. Ich weiß noch nicht was. Ich muss mal gucken, wer sowas hochgeladen hat. Und ich entdecke auch immer gerne neue Leute. Ich schaue gerade ganz viele englischsprachige. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, was ich da finden kann. Und ja, derweil esse ich was. Wir sind bald 50.000 Abonnenten auf meinem Zweitkanal. Das ist so verrückt. Das ist einfach nur völlig verrückt. Als wir hergeflogen sind, waren es 36.000, glaube ich. Und jetzt sind es einfach bald 50.000. Das ist so cool. Ich freue mich wirklich unfassbar arg, dass diese Vlogs bei euch so gut ankommen. Deswegen, ja, nehme ich auch einfach dann die Kamera mit, wenn ich Lust habe, weil ich weiß, dass es euch nicht langweilt. Selbst wenn ich nur zu Hause rumgammle.
Und ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, wieder ein paar eurer Fragen zu beantworten, weil am Wochenende kommt das ja immer ein bisschen kurz, weil wir da ja meist irgendwas machen. Und ich glaube, im letzten Vlog habe ich es auch vergessen. Ups. Ich beantworte jetzt gerade Fragen unter dem letzten Vlog. Das ist der Vorteil, wenn man nur alle 2 Tage vloggt. Meine peinliche Internetvergangenheit. Habt ihr es schon gesehen? Viele haben gesagt, es ist gar nicht so peinlich. Ich finde es ultra schrecklich. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, worum es geht. Schaut euch das Video an. Ich find's schrecklich. Und die Videos vor meinem Comeback sind auch alle auf privat gestellt, falls ihr euch wundert. Ich wollte sie nicht löschen, weil ich sie nicht mehr besitze. Also, ich glaube, die waren sogar noch mit Windows Movie Maker geschnitten und so. Also, und mittlerweile besitze ich einen MacBook und nicht mehr meinen anderen Dell-Computer. Und deswegen habe ich die ganzen Videos nicht mehr und will sie deswegen nicht alle löschen. Aber ich finde es so abgrundtief peinlich. Ich kann mir selber fast nicht angucken. Und es war so schrecklich, als der Alex die entdeckt hat und sich die angeguckt hat. Und er fand es gar nicht schlimm. Er hat immer gesagt, ist doch voll süß und so. Und ich, oh Gott, ich dachte mir, ich will sterben. Ich sag bestimmt gleich was ultra Dummes. Aber ja, ich habe nichts Dummes gesagt, keine Ahnung. Ich find's trotzdem sehr peinlich. Theresa fragt, hey, wieso lernt ihr nicht mal ein paar neue Leute bzw. Neuseeländer kennen? Wieso geht ihr immer nur shoppen, schlafen, essen? Macht doch mal eine Party. Ich weiß, wir lernen gerade hier keine Leute kennen, weil wir immer nur zu zweit hier in unserem Kabuff sitzen. Das Ding ist allerdings, also erstmal unter der Woche feiern geht schon mal nicht, weil der Alex muss jeden Morgen früh aufstehen und arbeiten gehen. Und am Wochenende stand uns bis jetzt noch nicht so der Sinn nach Feiern. Kennt ihr das vielleicht, wenn man, wenn ihr schon alt genug seid, um irgendwie abends wegzugehen, dass man im Winter dazu einfach keinen Bock hat, wenn es draußen kalt ist und regnet? Dann denkt man sich so, ich lieg lieber im Bett und schaue eine Serie mit einem Tee und meinen Süßigkeiten. Ich muss nicht unbedingt in irgendeinem verrauchten Club rumhängen und die ganze Zeit nur die gleichen Beats hören. Es kann auch mal cool sein, aber es ist viel cooler, wenn das Wetter schön ist. Und ich glaube, dadurch, dass der Alex kitet, werden wir dann auch Leute kennenlernen. Hoffe ich. Also ich möchte natürlich auch Kontakte knüpfen. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwierig, Kontakte zu knüpfen, wenn man hier, wenn man die nicht bei der Arbeit kennenlernt und man sonst hier nur zu zweit ist. Sonst lernt man ja ganz viele Leute in Hostels oder so kennen. Ja, oder halt, wenn man abends weg ist. Aber selbst wenn man abends weg ist und man ist als Paar unterwegs, weiß ich jetzt nicht genau, wie man Leute kennenlernt. Vielleicht ist es auch wieder nur so ein kompliziertes Gedenke in meinem Kopf. Man wird es ja sehen. Okay, und die Stühle sind anscheinend Markenstühle. Das wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass es irgendwelche Fakes sind. Ich glaube nicht, dass er hier Markenstühle in die Wohnung stellen würde. Nutzerin NJT Abstand SHH fragt, ob ich jetzt eigentlich feste Tage habe, wo ich Vlogs mache. Nein. Ich mache immer dann Vlogs, wenn ich Lust darauf habe, weil ich glaube, dann ist es einfach auch am authentischsten. Ich weiß nicht, was nebenan schon wieder abgeht. Und wenn ich, ja, ich weiß nicht, wenn ich mich dazu gezwungen fühle, was zu machen, dann ist es vielleicht nicht so cool, oder? Deswegen, ja, aber ich denke immer am Wochenende, weil wir da ja meistens was machen. Und ansonsten unter der Woche, wenn ich Lust habe. Also es ist immer eine Überraschung. Aber ich kündige das dann auch immer auf Twitter an und so und dann verpasst ihr das nicht. Zaprina will wissen, wo man die alten Videos findet. Erstmal, Zaprina, feiere ich deinen Nutzernamen. Und meine alten Videos findet man gar nicht mehr, weil, wie gesagt, die sind auf privat gestellt. Man kann nur bis dahin gucken, das erste, was du gesehen hast, genau, indem ich nämlich erkläre, warum ich 2 Jahre lang keine Videos hochgeladen habe. Die anderen sind privat, weil wegen viel zu peinlich. LoveLisaXO- fragt, die Frage ist jetzt vielleicht etwas weird. Aber wie bekommst du deine Achseln so glatt hin? Durch Sugaring? Nee, einfach nur stinknormal rasieren. Ich glaube, das ist einfach Glück. ich mache wirklich nichts Besonderes. Ich habe einen Gillette Venus Rasierer und benutze da auch immer eine andere Klinge, irgendwas, was ich halt gerade habe. Ich habe auch schon Balea Rasierer benutzt und war damit auch super zufrieden. Also, ja, keine Ahnung.
Ich mache da gar nichts Besonderes. Ich glaube, wenn man so eingewachsene Haare hat oder zu dicke Haare, dann hat man da oft Probleme mit irgendwelchen Rasierpickelchen oder so und eingewachsenen Haaren. Ja, weil, habe ich ja gerade gesagt. Aber ich bin von dem zum Glück von allem verschont geblieben. Ihr habt mir nicht sehr viele Fragen in den Kommentaren gestellt, aber vielleicht gibt es auch nicht so viel zu fragen, weil ich alles schon 1000 Mal erwähnt habe. Das war's wieder für heute mit den Fragen. Falls ihr gerne auch irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. You wanna say something? Heute nicht so gesprächig. Ich habe mir es heute mal auf dem Bett gemütlich gemacht und habe jetzt gerade mir einen YouTube-Banner gemacht für meinen Zweitkanal. Und weil ich noch nie... Okay, das ist peinlich, aber ich habe noch eigentlich nie was mit Photoshop oder Illustrator gemacht. Ich bearbeite meine Thumbnails auf pickmonkey.com und ja, ich musste mich jetzt erstmal in die Programme einarbeiten, hab aber jetzt das hier veranstaltet und finde das sehr süß. Also das ist jetzt für Snook Around der Banner und der sieht hochgeladen so aus. Ich habe mal das Format geändert, damit ihr es besser erkennen könnt. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das Coole daran ist, dass diese beiden Kiwis und dieses Herz, was da ist, von mir selber gedudelt wurde. Also das habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen. Tada! Das habe ich nämlich selber gezeichnet. Und dann habe ich es abfotografiert und mit Illustrator umgewandelt und dann da in Photoshop so eingefügt und so. Und damit bin ich jetzt eigentlich echt zufrieden. Also, ach ja, jetzt bin ich halt gerade ein bisschen arg nah und habe meinen Arm ganz ausgestreckt. Ja, aber das finde ich echt cool und ich bin gerade ein bisschen begeistert von mir. Ich muss es mal noch ein bisschen wirken lassen, ob es mir gefällt, aber das werdet ihr ja dann merken. Ein paar Stunden sind mittlerweile vergangen, wie ihr sehen könnt. Der Alex hat vorgeschlagen, ob wir heute Abend nicht einfach mal essen gehen wollen und das machen wir jetzt. Es ist der erste Abend außerhalb... Außer neulich bei unseren Vermietern. Und wir gehen nach Auckland rein in ein mexikanisches Restaurant slash Bar-Ding. Nennt sich Mexican Cafe und ist, glaube ich, sowas wie Enchilada, Hacienda. Was gibt's denn da noch? Was? El Chico. El Chico? Das ist auch eine Kette. Mhm. Zumindest gibt es in Tübingen und Stuttgart. Okay, naja. Auf jeden Fall so ein Mexikaner mit Essen und irgendwann auch Musik und Cocktails und bla. Und ab 11 Uhr ist da dann scheinbar ein DJ oder so. Wir schauen uns das einfach mal an. Und, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich einen Hänger. Irgendwas wollte ich... Du bist eigentlich so breitbeinig da. Wollte ich gerade sagen. Du gleich hier irgendwie jemanden erschießt. Water White. Wir Hallo. Sind mitten in Auckland. Krass. Also da ist direkt The Turm. Es war jetzt gerade ein kleines Abenteuer, einen Parkplatz zu finden. Wir standen vor einem Parkhaus. Wir müssen und wollten... da rüber, oder? Ja, aber wir können nicht quer. Also. Ja, hier gibt es so und, wir haben, wir standen davor, wir sind schon reingefahren und haben gesehen, es kostet einfach $8 pro halbe Stunde. Was? Ja, und macht um 10 zu. Und macht um 10 zu. Also, da sind wir nicht reingefahren. Wir haben jetzt einen anderen Parkplatz gefunden, wo wir eine kranke Rampe runterfahren mussten. Das Hondi wahrscheinlich fast aufgesessen ist. Und jetzt gehen wir essen. Da drüben ist das Restaurant. Hinter den ganzen Autos und dem ganzen Krempel. Ah, du filmst. Prost. Prost. So, wir sind jetzt hier angekommen. So sieht's hier aus. Sweet, gell? Sieht halt so richtig typisch aus wie so einer typischen mexikanischen Bar. Und ich habe mir Enchiladas bestellt. Und was hast du? Irgendwelche Prawns. Irgendwelche Prawns. Die
irgendwie noch auf so einem heißen... Fajitas, Fajita mit Rose. Fajitas. Ah, und ich trinke wieder mein Gingerbier. Und der Alex halt ein normales Bier. Und jetzt freue ich mich richtig arg aufs Essen. So, hier sind meine Enchiladas. Und Alex... Meine Prawns mit Fajitas. Und mit unserer Vorspeise sind wir noch nicht mal fertig gewesen. Und wir sind eigentlich auch schon satt. Man muss da, glaube ich, jetzt ganz nah dran gehen, damit man was hört. Auf jeden Fall sind wir jetzt noch in der Bar und haben hier so einen den Martini, oder? Martini, Wodka, Kaffee. Mit so einem Espresso-Shot. Ging aufs Haus, weil wir zu lange die Karte angeschaut haben und zu lange überlegt haben. Also haben wir einfach das hier gekriegt. Und wir haben jetzt hier endlich was gefunden. Ihr seht, ich will jetzt hier nicht so offensichtlich filmen, aber ihr seht im Hintergrund, das sieht richtig schön aus hier. Das ist so total stylisch gemacht. Ist schon mehr so ein bisschen ein snobbiger Schuppen. Aber wie heißt es jetzt? Coffee? Coffee Club, glaube ich. Coffee Club oder sowas? Victoria Street. Du musst auf jeden Fall auch seinen Ausweis zeigen. Ja, wir mussten Ausweis zeigen, bevor wir reingegangen sind. Also den Reisepass sollte man immer am Start haben, wenn man abends irgendwo hingehen will. Wir sind wieder zurück zu Hause. Also in dieser Bar war es echt schön. Und jetzt sind wir gerade nach Hause gekommen und haben festgestellt, wir haben eine Ameisenplage. Also weil... wir haben hier keinen Müll, wir haben hier keinen Staubsauger. Hier sieht es einfach, wir haben schon zweimal oder dreimal gefragt, ob wir mal bitte einen Staubsauger haben können. Ja, morgen bringen wir ihn vorbei. Nichts passiert. Und hier sieht es einfach aus wie Schwein. Und jetzt sind wir heimgekommen. Schau ich das mal an. Und dann, und jetzt liegen die hier überall rum und jetzt kann man sie nicht mal wegfegen, weil wir keinen Besen haben und kein gar nichts. Und dann krabbeln die hier und da lang und hier sind sie überall und da kommen sie raus, die Kackviecher. Es werden schon ein bisschen wenig, ich will die nicht mehr haben. Schatz, man, die krabbeln hier auch mitten auf dem Boden rum und die sterben da einfach irgendwie alle. Was, die sterben? Ja, guck dir doch mal an, die liegen da einfach alle rum, da auch. Das sind schon viele, gell? Ja. Die sind eklig. Wir haben halt echt nichts. Wir haben nicht mehr... Nein, hör auf! Nein, das kannst du nicht machen. Mach die Kamera aus. Nein, das machen wir nicht. Wir haben halt nicht mal einen Besen. Wir können die nicht mal weg. Oder wir können sie nicht mal... Wir können gar nichts damit machen. Nicht mal, wenn sie sterben sollten. Nicht mal dann können wir sie wegmachen. Wir haben jetzt den Müll rausgebracht und ja, wir hoffen jetzt, dass es die Ameisen morgen wieder weg sind. Also es sind immer noch ein paar irgendwie hinter der Sockenleiste, die da rumkriechen. Aber ja, vielleicht sind sie ja morgen weg und wir gehen jetzt dann schlafen. Marie ist gerade noch im Bad und schminkt sich ab. Und ich liege schon im Bett und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Mittag, Abend. Und... wir hoffen, dass euch der Vlog gefallen hat. Das war doch das, was ich sagen musste, gell? Das solltest du sagen. Vielen Dank, hast du gut gemacht. Gut, perfekt. Tschüss.